Wien ist ein Traum. Wer nach Wien kommt, muss das Träumen beginnen. Herzlich willkommen zum Traumtalk der BZ Wiener Bezirkszeitung und herzliches Willkommen auch unserem Gast Ümit Korkmaz. Hallo. Hallo, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Die erste Frage ist, warum sind wir heute genau hier mit unserer Couch unterwegs? Warum sind wir heute hier? Ist eine Sache, wo ich aufgewachsen bin. In dem Park habe ich meine Zeit verbracht, meine Freizeit. Ich habe gleich um die Ecke gewohnt und nach der Schule ging es immer in den Park. Damals hat es ein bisschen früher anders ausgeschaut. Aber die Schule ist, glaube ich, da hinten, ne? Die Volksschule war da, ja. Und die Hauptschule war um die Ecke Selzergasse. Und wir haben unsere meiste Zeit hier im Park verbracht. Du hast da wahrscheinlich auch deine ersten fußballerischen Gehversuche unternommen, oder hier? Genau, wir waren sehr viele Jungs hier. Und wir haben immer 5-gegen-5 Partien gemacht mit einer anderen Herausforderung. Oder andere Mannschaften haben uns immer herausgefordert. Die ersten 5 haben gespielt, dann kamen die nächsten 5. Verlierer muss raus, Gewinner bleibt am Platz. Das hat dich dann so weit geprägt, dass du dann die Karriere noch viel, viel erfolgreicher dann auch Es gab damals halt für mich nur Fußball und ich habe daran sehr viel Spaß gehabt. Und durch diese Sache bin ich halt zu Slovan gekommen mit 14 Jahren. Davor habe ich bei Wacker Wien gespielt, mit 7 habe ich eigentlich mit Fußball begonnen. Und da hat mich ein alter Herr, der was Mistkübelfahrer war, hat mich aus dem Park geholt. Er hat gesagt, jetzt spielst du bei Wacker Wien. Das ist ein Verein, wo du dich ausleben kannst, wo du mehr dazulernen kannst. Und Schritt für Schritt ist es weiter hochgegangen. Der Rest ist ja quasi Geschichte, deine Karriere. Hast du da als Kind schon davon geträumt, das so zu machen? Natürlich war es mein Traum, Fußballprofi zu werden. Dass es jetzt halt so schnell und so steil hochgehen würde, hätte ich mir es vielleicht nicht gedacht, aber ich bin halt natürlich überglücklich. Gab es da Vorbilder damals? Damals, ja, in alten Ronaldo und in Ronaldinho. Ne? Das waren unsere Vorbilder. Wir haben halt die Moves und die Tricks versucht zu machen. Und ja, so gut es gelungen ist. Ne? 2008, am 27. Mai, weißt du noch, was da war? Da hast du das erste Länderspiel gemacht gegen Nigeria. Stimmt, in 1:1. Genau. Ist schon lange her, habe alles vergessen. Wie sind deine Erinnerungen an dieses Spiel oder an die Zeit davor? Ja, ich war schon sehr nervös, wie ich die Einberufung bekommen habe ins Nationalteam, weil ich halt eine kurze Zeit mal bei Rapid Leistung gebracht habe. Ne? Ist nicht selbstverständlich, dass man gleich ins Nationalteam einberufen wird. Das war natürlich toll und eine Ehre für mich. Und Gänsehaut. Du hast dann auch bei der Euro in Österreich gespielt, alle 3 Spiele. Das war ja ein Riesenerlebnis, oder? Auf jeden Fall. Nein, das kann mir keiner wegnehmen. Also das war wirklich Highlight. Ich wünsche es jedem Spieler, auch meinen Kollegen, anderen Fußballspielern, eine EM oder eine WM zu spielen. Es ist eine unglaubliche Kulisse da, wenn 50.000 Leute reinrufen und du spielst gegen Deutschland, Kroatien, Polen oder andere Mannschaften. Das ist ein Erlebnis und ich war so traurig, dass es halt frühzeitig zu Ende gegangen ist für uns. Ne? Du warst ja so der Publikumsliebling immer und hast da dann die Fans haben ja dich immer besonders gern gehabt. Wie war das? War das es hat, schön? Es hat mit Rapid begonnen, mit dieser Ü-Rufe. Und es hat sich dann übertragen zum Nationalteam. Und am Anfang, bei meinem ersten Spiel, wie ich reingekommen bin, habe ich es nicht so richtig mitbekommen. Weil ich war so fixiert auf das Spiel. Aber beim zweiten Spiel, wo ich Beginn angespielt habe, hat der Andi Marek die Namen aufgerufen und mein Name hat gefehlt. Und er hat mich zu Schluss genommen. Und dann hat er gesagt, jetzt kommt die Nummer 11. Und dann haben die ganzen Leute reingerufen, Ü. Ich wollte weinen. Mit wem hast du dich damals besonders gut verstanden im Nationalteam? Ja, ich habe meine Kollegen dabei gehabt, mit Erwin Hofer und Martin Hieden. Ja, mit Erwin, mit Jimmy haben mich am besten verstanden, weil wir gleich alt waren und auch Rapid-Kollegen waren. Ne? Und gibt es jetzt noch Kontakt? Auf jeden Fall. Schreibt man sich? Ja, wir haben eine Rapid, eine Meistergruppe, 2008 Meistergruppe, wo alle dabei sind und wir schreiben uns da oft. Parkult auch dabei? Parkult ist nicht dabei. Nicht?
kein Trainer, egal in welcher Gruppe, kein Trainer oder kein sportlicher Leiter ist dabei. Es fallen auch andere Sachen drin auf. Wovon träumst du jetzt noch sportlich gesehen? Was ist da noch? Ich möchte halt mit der Vienna so weit wie möglich hochkommen, auch wie mein Körper es zulässt. Und ich will noch ein paar Jahre Fußball spielen, gesund Fußball spielen, ohne Wehwehchen. Weil in der Vergangenheit habe ich sehr viel mitgemacht und mitgenommen durch die Verletzungen. Ich will eine erfolgreiche Saison wie dieses Jahr. Die nächste Frage ist jetzt ein bisschen was, du musst jetzt was machen für uns. Und zwar, du musst dich selber auf dieser Couch in Szene setzen. Das heißt, verschiedene Positionen dir überlegen und wie du dich sozusagen auf der Couch präsentieren möchtest. Die Vienna ist ja ein Traditionsverein, der älteste Verein Österreichs, heuer 125 Jahre alt. Hast du dir da bewusst auch diesen Verein ausgewählt, weil es so viel Tradition dort gibt? Natürlich, ich habe auch mein erstes Pflichtspiel gegen Vienna gemacht. Da bin ich von der Rapid Amateure hochgekommen und hat mich der Peter Packult eingesetzt im Cupspiel, wo wir das Cupspiel verloren haben leider. Ich wusste, ich kenne Vienna. Ich wusste, dass die Vienna eine sehr große Mannschaft ist und von Tradition her der älteste Club Österreichs ist. Und wie ich den Anruf von Mekki bekommen habe um ein Gespräch, habe ich mir schon gedacht, dass da jetzt ein Angebot kommt. Und ich habe mich riesig gefreut, weil es ist schön, bei einer großen Sache dabei zu sein. Denkst du schon an die Zeit danach? Wie wird die auch schon? Oder ist es derzeit noch kein Thema? Ich mache mir ein wenig Gedanken, ja. Ich werde versuchen, im Fußball zu bleiben, Trainerschein. So zum Beispiel ein Vorbild ist zurzeit Mekki Katzer Markus. Der macht eine Arbeit unglaublich. Spielt noch immer ein bisschen? Spielt noch Fußball mit dem Alter. Ist der Clubmanager für den Club hervorragend. Und er hat alles unter Kontrolle. Und ja, es passt im Konzept. Viele sollten sich was von ihm abschauen. Was er leistet, ist schon sehr groß und ich kann daraus lernen. Präferenzen, ist Rapid die Nummer 1 für dich? Natürlich, oder? Natürlich. Rapid ist die Nummer 1 für mich. Also wenn von Rapid was kommen würde, dann? Natürlich, wenn ich ein Trainer bin und Rapid ruft mich an, U18-Trainer, U16-Trainer, was noch immer, bin ich bei Rapid. Welche Träume hast du jetzt noch so, die du noch erleben möchtest, sei es jetzt beruflich oder privat? Privat verheiratet bin ich, Kinder will ich haben. Das sind meine Träume, natürlich im Fußball weiter erfolgreich zu sein und verletzungsfrei. Was kannst du besonders gut? Ich kann außer Fußball spielen. Außer das Fußball spielen? Ich kann gut kochen. Ja? Ja. Eierspeise, oder? Eierspeise, Menemen heißt das auf Deutsch, das ist mit Tomaten und Eierspeise. Dadurch, dass ich alleine gelebt habe, unter Anführungszeichen 6-7 Jahre. Hast du dich 6-7 Jahre davon ernährt, oder wie? Naja, irgendwie musst du können. Du kannst nicht jeden Tag von draußen essen. Ne? Und dann beginnst du mit der Mama, holst dir die Sachen von der Mama, die Rezepte und die Zutaten. Was muss ich mischen, wie viel, wie schnell, wie lange muss ich. Und dann bist du drin und du kochst dann für dich selber. Und jetzt, mittlerweile ist es vom Tisch sozusagen? Ja, jetzt habe ich die Frau zu Hause und sie erledigt das für mich. Gibt es was anderes auch? Aber wir kochen auch zusammen. Wien ist eigentlich die lebenswerteste Stadt der Welt. Die schönste Stadt der Welt. Immer Untersuchungen, die das belegen. Was muss hier passieren, dass es so bleibt, deiner Meinung nach? Ich finde, es ist sehr schön und es läuft auch schön. Weil immer wenn ich auf der Straße gehe, ist überall sauber, das sieht man nicht überall auf der Welt. Ich habe auch in ein paar andere Städten gelebt und es ist richtig und dreckig. Aber wenn ich in Wien bin, fühle ich mich wohl und für mich ist die Stadt, zum Beispiel dieser Park, diese Anlage hier, früher war die nicht so, es ist immer an Erneuerungen da. Und ich finde das total cool, egal welche Regierung dran ist. Es hat sich immer was weiterentwickelt. Zum Beispiel, jetzt sind viel mehr Fahrradwege auf der Straße. Manchmal ärgert mich das. Aber trotz allem ist es gut für die Stadt und für unsere Touristen natürlich. Fährst du auch hin und wieder, oder? Ja, ich bin eher Autolenker. Weil du gesagt hast, auf der Straße, wie geht's dir auf der Straße? Wirst du angesprochen, aufgehalten, fotografiert? Ist das Thema noch? Öfters, ja. Also wenn ich auf der Straße bin oder wenn ich in der Gemeinde bin bei mir,
Da halten sie mich scharf, Smalltalks. Das gehört alles dazu, das mache ich sehr gerne. Ist überhaupt kein Problem für mich, wenn die Menschen mich auf der Straße aufhalten und mit mir ein Foto machen wollen. Das gehört alles zu meinem Leben oder zu einem Sportlerleben dazu. Das sollte man so gut wie möglich hinkriegen. Vielleicht wird es manchmal großen Spieler wie Marco, Alaba, vielleicht zu viel. Verstehe ich auch. Gehört dazu. Gut, dann sage ich mal danke für das nette Gespräch. Viel Erfolg mit der Wiener weiterhin und danke. Hoffentlich bis bald einmal. Danke. Danke, danke auch.